Liebe Gegnerinnen und Gegner, liebe Befürworterinnen und Befürworter von Olympischen Winterspielen 2026 in Graubünden. Ich mag nicht mehr müssen zu hören, dass Graubünden nicht fähig ist, Olympische Winterspiele durchzuführen. Ich mag auch nicht mehr zu hören, dass alles teuer ist. Und ich mag nicht mehr hören, dass dieser Weg nicht könnte der richtige sein für eine Zukunft in Graubünden. Sind Sie mal ehrlich, wenn Sie ein Haus bauen, haben Sie fast ein Jahr, wo Sie mit den Planern, Architekten und Bauunternehmen zusammensitzen, um Ihre Träume auf dem Bauplatz zu realisieren. Darum ist es eine Illusion, dass das Initiativkomitee innerhalb von dieser kurzen Zeit schon ein Dossier einbringt, das alle Zahlen und alles, was man wissen will, beinhaltet. Und darum stimme ich am 12. Februar Ja für Olympische Winterspiele 2026 in Graubünden, damit wir genau das abklären können. Mit einem Nein am 12. Februar nennt sie den Weltcup-Ort in Graubünden die Chance, sich auch künftig zu positionieren und ihre wichtigen Wettkämpfe durchzuführen. Mit einem Nein nennt sie auch den Tourismusort in Graubünden die Chance, sich eine Vision für die Zukunft aufzubauen. Und allen voran nennt sie unseren Kindern die Vision, dass wir Grosses zusammen hier in Graubünden arbeiten können. Und darum bin ich überzeugt, dass am 12. Februar ein Ja zu den Olympischen Winterspielen in Graubünden das Richtige ist. Ich danke Ihnen im Namen der Tourismusregionen für Ihre Unterstützung.